Vollkommen richtig erkannt. Eigentlich handelt unsere Kanzlerspezialreihe von Kanzlern AD, also Außerdienst. Aber wenn man nun schon die Gelegenheit bekommt, den aktuellen Kanzler live und in Farbe bei uns in Marburg zu sehen, dann kann man auch schon mal eine Ausnahme machen. Demzufolge, wer ist eigentlich Olaf Scholz? Olaf Scholz wurde am 14. Juni 1958 in Osnabrück geboren. Er wuchs in Hamburg auf und ist seit dem 8. Dezember 2021 der 9. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er machte 1977 sein Abitur, war zwischendurch übrigens auch mal Schulsprecher. Er studierte von 78 bis 84 Jura und ist seit 1985 zugelassener Rechtsanwalt. Auch wenn er früher kein großer Fan des Schulsports war, so geht er heute doch ganz gerne mal eine Runde joggen, rudern oder Radfahren. Darüber hinaus liest er gerne Sachliteratur zu unterschiedlichen Themen. Seine politische Karriere begann mit dem Eintritt in die SPD noch während seiner Schulzeit. Letztlich war er von 1982 bis 88 sogar stellvertretender Juso-Bundesvorsitzender. Die Jusos sind die Jugendorganisation der SPD. Damals sah er im Übrigen so aus. Na, wer hätte ihn erkannt? Anfang der 1990er Jahre zog es Olaf Scholz in den Kreisverband der SPD in Hamburg-Altona. Von 2000 bis 2004 und noch einmal von 2009 bis 2018 war er Vorsitzender der SPD Hamburg. Seine Karriere im Bundestag begann 1998. 2018, also 20 Jahre später, wurde er zum Bundesminister der Finanzen und darüber hinaus zum Stellvertreter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel ernannt. 2021 wurde Scholz von der SPD für die Bundestagswahl als Kanzlerkandidat ins Rennen geschickt. Wie wir alle wissen, konnte er diese Wahl gewinnen und ist, wie eingangs bereits erwähnt, seit dem 8. Dezember 2021 der insgesamt 9. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und der erste einer sogenannten Ampelkoalition, bestehend aus den Parteien SPD, FDP und dem Bündnis 90, den Grünen. Als Kanzler bestimmt er die Richtlinien der Politik und ist letztlich auch für alle wichtigen Entscheidungen verantwortlich. Geprägt ist seine Kanzlerschaft bisher von weltpolitisch eher unruhigen Zeiten.